Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen zu Kekser sucht das Ozeanmonument. Wobei, das ist ein großes Wort dafür. Ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich suchen sollte. Es gibt Dinge im Leben, die sollte man vielleicht unberührt lassen. So ein Ozeanmonument könnte vielleicht dazugehören. Oder aber man sollte sich so dermaßen gut darauf vorbereiten, dass man damit Leichtigkeit durchgeht. Naja, beides nicht unsere Art, oder? Vorbereiten? Gut vorbereiten? Schon mal gar nicht. Und die Finger von irgendwas Neuem lassen? Ach Quatsch, warum soll man denn sowas tun? Nur weil wir irgendwie gelernt haben, dass andere das besser können? Das ist doch Blödsinn. Können wir auch. Oh, was ist hier los? Leckt das Ganze gerade irgendwie? Das meinst du nicht ernst, oder? Oh, das ist das schwebende Dorf. Da bin ich auch schon lange nicht mehr gewesen, oder? Hatte ich nicht die Treppen einmal komplett hochgebaut bis ganz oben? Nö, ich glaube nicht. Oh, das Portal hatte ich auch nicht fertig gebaut, oder? Vielleicht sollte ich da noch was tun. Okay, ich glaube, wir kommen tatsächlich in die richtige Richtung. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Kekser, lass uns umdrehen. Ich glaube, wir haben noch ein paar offene To-Dos. Wie zum Beispiel das schwebende Dorf zu Ende bauen. Das wäre doch eine gute Sache. Das können wir jetzt machen, oder? Hast doch gerade Zeit. Du hast doch nichts vor, oder? Oh, guck mal da hinten. Neue Welten. Müssen wir da hin? Nein, da müssen wir nicht hin. Okay. Es ist noch alles friedlich. Noch habe ich keine Abbaulähmung erfahren. Doch, der Rechner. Der Rechner lahmt schon. Ja, ist schon. Ich sehe schon das Ufer, aber noch kein Monument. Eben kurz mal. Oh. Ich glaube, ich muss ein bisschen in die Richtung. Ich will da gar nicht hin. Ich tue das nur euretwegen. Nur euretwegen. Das ist euch klar, ne? Also, wenn wir das jetzt hier gesehen haben, drehen wir auch direkt wieder um. Wir machen nur ein Foto. Nur einmal anschauen und dann drehen wir direkt wieder um. Das ist. Oh, warte mal. Sehe ich auch einen Villager? Da war ich noch nicht bei den Villagern, oder? Vielleicht können die mir ja was zu dem Monument sagen. Oh, das müsste jetzt aber langsam vor uns auftauchen, oder? Ich bin quasi, was die Karte angeht, schon da. Oh. Nein. Aua. Was war denn das? Oh, noch so einer. Ich drehe mich nochmal eben um. Oh. So. Ach nee, weiter umdrehen geht ja gar nicht. Ich muss mal mit der Taste machen. Oh, da schießt schon wieder einer. Ich wollte doch da nur mal kurz gucken. Mann, oh. Lass doch mal schauen, ich sehe ja gar nichts. Okay, die Karte können wir jetzt aus der Hand nehmen, glaube ich. Oh, das wird hier überhaupt nichts. Ich möchte doch noch mal eben einen Blick reinwerfen. Komm mal. Was war denn das? Oh, der hat uns Löffel geschenkt. Das ist aber nett. So. Irgendjemand schießt sich auf uns und das ist nicht gut, glaube ich. Mal jemand dieses Ding da wegnehmen. Mano! Wo ist denn der Wächter? Da ist der Wächter. Oh. Genau. Oh, Junge. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, glaube ich. Ich hau ihn mal, oder? Guck mal, ob der das mag. Nein, das mag er nicht. Und ich mag das auch nicht. Ich gehe gleich unter. Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Wir essen mal eben ein Steak. War das nicht irgendwas, dass du noch einen Trank der Unterwasseratmung haben musstest? Nachtsicht wäre vielleicht auch nicht schlecht. Okay. Es wird dunkel. Wir versuchen noch mal eben kurz bei den Villagern den Besuch abzustatten. Vielleicht haben die ja irgendwo noch einen Nachtsichttrank. Was ist jetzt mit dem Rechner los? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh, oh. Sag mal, kann das sein, dass die Technik hier gerade versagt? Das wäre jetzt aber überhaupt nicht gut. Das muss ich alles rausschneiden dann. Nein. Ey, jetzt mal ernsthaft. Ich habe das Gefühl, Minecraft stürzt gleich ab. Ich dachte, ich wäre gelähmt und nicht der Rechner. Okay. Schaffen wir es noch bis zu dem Dorf hier oder wird es auch nichts mehr? Das kann doch nicht wahr sein. Okay, ich weiß, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Ein paar Gigabyte mehr RAM.
Wo kommt denn der Zombie jetzt her? Jetzt mal ernsthaft. Was ist das denn hier? Okay. Bin ich immer noch gelähmt? Ich bin immer noch gelähmt. Und der Rechner auch. Jetzt komm, Kiste, das kann doch nicht sein. Was soll denn das werden hier? Okay. So kann ich doch nicht aufnehmen, oder? Ich glaube, das muss ich jetzt eher komplett einmal skippen und schneiden und dann überlege ich mir, was damit passiert. Lass uns mal eben Reisebett setzen, oder? Das geht überhaupt gar nicht. Das ist alles hier gerade ziemlich lahm. Dass es gleich besser wird. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Okay, ich muss hier, glaube ich, mal eben einen Schnitt machen und zwischenspeichern. So, jetzt mal eben schauen. Wird es jetzt besser? Bin mir da noch nicht sicher. Okay, ich glaube wohl. Ich habe mal eben kurz geschaut. RAM ist wieder in einem grünen Bereich. Wir können wieder weiterarbeiten. Was war denn das? Also, jetzt mal ernsthaft. Ich meine, ich weiß ja, dass man von diesen großen Wächtern die Abbaulähmung erhält. Aber doch nicht, dass der Rechner gleich damit abschmiert. Das Werkzeug nehmen hier. Ach so, ich habe hier Abbaulähmung. Das heißt, ich kann noch nicht mal mein Bett abbauen. Wie lange dauert jetzt ein Bett abzubauen? Oh, nee. Hat irgend... 2 Minuten noch. Na, kein Thema. Ich guck mal eben, ob irgendjemand einmal Milch übrig hat. Da drüben war ja ein Villager-Dorf. Vielleicht haben die gerade ein bisschen Milch übrig. Das wäre jetzt okay, oder? Ich meine, ich wusste ja, dass ich nicht in dieses Ozeanmonument reinkommen. Was ist denn hier los? Hat jemand von euch ein Loch gebaut? Also, dass ich in das Ozeanmonument nicht reinkommen werde, das war mir ja durchaus bekannt. Aber dass ich allein beim Drüberschwimmen schon solche Probleme haben werde. Oh, hier ist ein Brauchstand. Ich habe leider keine Flaschen, ich habe keine Netawarzen. Alles zu Hause. Habe ich denn Netawarzen? Doch, ich habe noch mal ein paar Netawarzen gefunden, oder? In der Netafestung. Oh. Ist gar keiner da? Gar keiner zu Hause? Wo sind die alle hin? Bitte, 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 lass ein paar Leute hier sein, oder? Das wäre jetzt aber ziemlich doof, wenn hier gar keiner wäre. Leute, wo seid ihr? Alle versteckt? Da oben sind welche. Die sind noch komplett berufsfrei. Die könnt ihr ja quasi nach Hause locken. Nee, das wollen wir ja alle gar nicht. Wir haben jetzt 2 Villager. Was ist denn mit eurem Straßennetz hier passiert? Jungs, wie sieht denn das hier aus? Was? War das eine Katze? Nein, 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 bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Wo sollen hier Katzen herkommen? Oh, die haben sogar eine Bienenzucht hier. Das ist schön. Junge, wie kommst du denn aus deinem Haus raus? Mächtiger Weg. Oh, pass auf. Die Schatzkante packe ich mal eben hin. Ich kann zwar nicht abbauen, aber ich kann bauen, oder? Das geht doch. Vielleicht kann ich ihm damit helfen. Ja. So, was hältst du denn davon? Ist jetzt nicht schön, aber selten. Ja, ein Dankeschön wäre jetzt gar nicht so schlecht gewesen, oder? Wieso habe ich denn das Steak da eingepackt? Was war denn das für ein Blödsinn? Okay, ich will es gar nicht wissen. Sollen wir mal einen Blick in die Truhe werfen? Mal eben kurz schauen, was hier drin ist. Äpfel und Brote. Okay, das lassen wir hier. Wir brauchen ja gerade nichts dergleichen. Wir haben ja auch Steaks. Babyschafe. Süß. Man könnte auch Lämmer sein. So, das Schweigen der Lämmer wird aber nicht hier gespielt. Die werden ziemlich laut hier. Okay, lass uns mal eben kurz schauen, was da oben zu sehen ist. Also, das ist eine interessante Gegend hier. Hier waren wir noch nicht. Das ist schon richtig. Oh, hier sind mehr Schafe. Was gibt es denn da hinten noch zu sehen? Noch mehr Schafe im Wald. Interessantes Flussgelände hier. Da könnte man einiges drumherum bauen. Aber Geta, vielleicht solltest du erstmal in deiner Welt zu Ende bauen. Das wäre eine Maßnahme. Und nicht schon wieder mit neuen Projekten anfangen. Das stimmt. Da ist das, was wir uns sagen. Aber guck mal hier, sind direkt Schweine noch am Start. Brauchen wir nicht. Wir ernähren uns ja vegetarisch, mehr oder weniger. Das sieht man an dem Beispiel der Steaks. Eindeutig. Das sind ja vegetarische Steaks, das wisst ihr doch, oder? Einiges am Betten hier. Oh, 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 oh.
Kartoffeln. Haben wir alles, haben wir alles. Brauchen wir nicht mitnehmen. Brauchen wir gar nicht. Also ein Trank der Stärke, der Unterwasseratmung und solche Sachen. Das, da ist eine Katze. Schwarze Katze mit weißen Pfoten. Schönes Tier. Ja, alles gut. Ich nehme euch das Tier nicht weg, keine Sorge. Ich hab doch selber... Und noch eine Katze. Ja. Tiermäßig... Oh, moin Meister. Es stimmt, du bist kein Meister, ne? Was ein Schmelzofen, aber kein Beruf. Was ist denn los mit dir? Das ist alles arschloses Gesindel hier. Nee, da unten ist ein Bauer. Okay, der ist nicht arschlos. Ja, wenigstens sorgt einer dafür, dass ihr die anderen nicht verhungern. Das ist schon mal viel wert. Aber so, ansonsten hält sich das hier mit den Entdeckungen in Grenzen, glaube ich. Oh, geht's hier weiter? Geht's hier weiter? Habe ich hier irgendein Haus verpasst? Oh, mächtig großes Loch in der Erde. Guck mal hier, die Flussbiegung. Hä? Also da könnte man jetzt ein paar Berge drumherum bauen. Da hältst du hier ein Moseltal. Ach, Kekser, du hast doch keine Ahnung von der Mosel. Du wohnst am Niederrhein. Ja, ja, aber trotzdem. Also ich meine, die Gegend hat Potenzial. So, da hinten ein paar Kürbisse. Ja, hast du auch. Du brauchst gar keine Kürbisse. Aber trotzdem eine schöne Gegend hier. Muss man einfach mal so sagen. Guck mal, da hinten ist ein Fichtenwald. Und ein mächtiger Fichtenwald. Da kannst du einiges an Fichten abholzen. Junge, 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 Junge. Ein Eisengolem haben wir auch. Okay, das, da hat das andere Dorf definitiv mehr Golem. Muss man einfach mal so sagen. Die Aussicht von hier oben. Okay, da ist mächtig kalt. Ist da eine Fichte mitten in der Eiswüste? Ja, kann ja sein. Das kann funktionieren. Was ist das denn da? Ist das auch noch ein Eisberg oder? Ein Schneegolem? Nee, den gibt's hier nicht. Den müsstest du erstmal selber bauen. Okay, was macht er denn da? Oh, der ist Schornsteinfeger. Hallo Schornsteinfeger, alles klar? Nee, du bist gar kein Schornsteinfeger, ne? Nee, okay, sahst nur so aus, als ob. Wolltest du den anderen auf dem Dach steigen oder was? Man weiß es nicht so genau. Was ist das denn da hinten? Ein schwarzes Schaf, ne? Nein, das ist ein Pferd. Schon mal ein Pferd gesehen, Kekser? Pferde sehen geringfügig anders aus als Schafe. Okay, die Abbaulähmung ist erledigt. Ich könnte jetzt ein bisschen Kohle abbauen hier, aber das ist nicht schlimm. Kohle habe ich zu Hause. Waren wir in dem Haus schon? Nein, in dem Haus waren wir noch nicht. Hallo! War ich hier schon doch schon drin? War ich bei dem Schmied drin? Sieht danach aus. Okay, dann sind wir hier, glaube ich, fast. Haben die zwei Geistliche? Aha, eine sehr religiöse Gemeinschaft hier. Hilft uns auf dem Weg zu dem Ozeanmonument, aber glaube ich kein Stück weiter. Wo ist denn hier der Eingang? Es ist. Und gut. Hintereingang, Vordereingang. So. Aber kein Geistlicher hier, ne? Mit dem man handeln könnte. Wo ist denn der jetzt? Ich glaube, ich muss mal eben Ausschau halten. Pass auf, was du tust, Kekse. So, die haben da noch Kohle, da noch Kohle, da noch Kohle. Also ganz ehrlich, ich sag mal, hier könnte man wirklich mal ein paar Folgen bleiben und einen Neustart beginnen oder so, ne? Nein, Kekse, das willst du nicht. Du hast doch gerade erst deine Villager in dein Dorf gelockt. Also jetzt hast du andere Aufgaben. Ja. Und genau deshalb werden wir uns... Oh, warte mal. Da ist ein Geistlicher. Da ist definitiv ein Geistlicher. Darf ich mal ein Foto machen? Komm, zu dem Jungen gehen wir mal eben runter. Das muss mal eben sein. Hallo. Der will bestimmt Zombiefleisch haben, oder? Haben wir Zombiefleisch dabei? Natürlich nicht. Aber das ist ja nicht das Problem. Wir könnten ja tatsächlich mal ein paar Nächte hier bleiben, ein bisschen Zombiefleisch craften und dann schauen wir mal, ob wir... Ja, hey, moin Meister, wie sieht's aus? Jetzt bleib doch mal eben stehen. Lass uns mal eben über deine Angebote sprechen. Verrottetes Fleisch. 32 Stück, das ist eine Hausnummer, ne? Ja, vielleicht bleibe ich dann tatsächlich über Nacht hier und guck mal, was nachts hier an Zombies rumspawnt. Vielleicht kriege ich ja von dem irgendwas, was ich gebrauchen kann. Wer weiß. Wenn ihr das sehen wollt, dann kommt einfach das nächste Mal vorbei. Bis dahin. In diesem Sinne, schöne Grüße von Niederrhein. Und tschüss. Bidups. Oh, er geht auch schon wieder. Oh, es wird auch schon wieder dunkel, ne? Da kann ich ja gleich anfangen. Kann ich gleich anfangen mit der Zombiejagd. Will ich das wirklich? Okay, das sehen wir dann. Bis dann. Tschüss.